Dein Auftrag ist es, in die Zentrale einzudringen und das Plutonium zu neutralisieren. Der Eingang zu dieser Zentrale befindet sich auf dem Mond. Die Rakete ist schon bereit. Viel Glück. Okay. Edgar! Freedom! Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Jump League. Hier liegt mal wieder Liebe in der Luft, denn wir spielen heute German Let's Play. Und wir beginnen mit Runde 1. So Leute, die Map hat den vielversprechenden Namen Paluten Freedom Pingling GLP. Diese Story, Pingling hat Edgar Jr. gefangen genommen, um Rache zu nehmen. Du musst mit GLP Edgar Jr. finden. Auf eurem Weg begegnen euch gute alte Freunde und Hindernisse. Aber wir sind uns sicher, dass ihr es schafft. Jetzt aber viel Spaß und Glück. Okay. Wer ist das hier? Hier, guck mal. Bauzeit 26 Stunden. Oh. Hallo Palle und andere. Dies ist ein Freedom Jump'n'Run mit einer Story. Wir wünschen dir viel Spaß, Jump'n'Run, Story, Quiz und Parcours. Wir hoffen, es gefällt euch. 26 Stunden. Alter Schwede, das ist aber eine Menge. Okay, das sind scheinbar die Erbauer. Da bin ich. Wo geht's? Ach, hier geht's längs. Hui. Edgar? Zick. Der heilige Edgar sogar. Edgar, hi. Es heißt ja der heilige Edgar. Ja, das stimmt. Edgar ist eine Gottheit, was einige nicht wissen. Natürlich. Oh Gott, ich bin gestolpert. Manuel, ich bin auch noch gar nicht richtig wach, meine Damen und Herren. Denn Manu und ich waren gestern noch auf einer Party zusammen. War krass, Alter, wie wir gedanced haben. Was ist denn los? Ja. Sag mal, wie geht das? Ja, du musst. Ach lol, ich probiere daran vorbeizugehen und genau das ist der Weg. Lol. Ach, da ist ja gar nicht. Hey. Man darf nicht springen. Junge, mach, dass du wegkommst. Guck mal, wer da ist. Warte, warte. Ich versuche hier noch durchzukommen. Ja, da, sauber. Was denn? Jetzt bin ich bin gerade auf, Edgar. Huh? Lauf zu Cameron! Hey, oh Gott, ich bin gestolpert! Cameron, nein! Junge, wie hast du das denn geschafft? Ach, das war alles easy. Ich warte mal hier. Zack. Oh, du hast Pinglings du bist in Pinglings UFO angekommen. Aber was ist das? Niemand ist da, wo ist Edgar Jr.? Such ihn. Okay, okay, das werden wir tun. Ey, Pingling. Die haben wir auch immer noch nicht besiegt, ey. Aber was machen wir eigentlich mit ihr, wenn sie... Du bist im Weltall. Sieh mal da vorne, da ist Edgar Jr. Wenn was so ist. Ihn weiter. Ja, wenn wir auf Pingling treffen, töten wir sie dann oder nehmen wir sie gefangen? Ja, töten. Aber was ist das? Das ist nicht Edgar Jr., das ist nur eine Statue. Das ist ja völlig verrückt. Der Weltraum sieht aber ganz schick aus. Bisschen begrenzt. Pingling hat dir ein Quiz hinterlassen. Schaffe es, um Edgar Jr. zu finden. Okay. Was ergibt... Oh Gott, ein Mathe-Quiz! Oh. Oh Gott! Okay. 5 mal 6, 30. Minus 3, 27. Plus 9, 36. Yay! Richtig! Yeah. Wie viele Clash-Folgen gibt es auf Palles Kanal? Ach du, oh ja, geil. Aber das war doch dein Lieblingsprojekt, Minecraft. Ja, aber ist auch hier, 66 natürlich. Ja, richtig. Wie heißen Unges Hühner aus dem Mega-Projekt? Oh, das ist, guck mal, das sind so Fragen, die ich richtig cool finde, weil das ist nicht irgendwas wie, ja, wann wurde Palutens Kanal gegründet, wann wurde das gemacht? Das finde ich ist eine richtig schöne Frage. Widder 9, Weltklasse. So, Nightlife, Daylife, Relife. Nightlife, Daylife, Relife. Ich habe keine Ahnung. Also Nightlife auf jeden Fall, Daylife auch. Aber da gab es ein drittes Huhn? Ich sag. Ich würde jetzt eher sagen, das. Oh. Richtig. Rechtschreibung, okay. Wie viele Folgen von Freedom gibt es? Ja, Moment. Achso, Stand 16.04. Das ist zum Beispiel wieder eine Frage, die ich nicht ganz so geil um Artikel finde. Ich mache mal 124. Leider falsch. Oh. Ach, vor allem nur eine Differenz. Richtig krass. Ja, ja, genau. Was ist die Wurzel aus 100? Ja, 10. Das war richtig. Du Mathe... Ey, Manuel. Hast du Mathe studiert? Ich bin Professor. Wie viele verschiedene Gemälde gibt es in Minecraft? Ey, das ist doch auch eine Mario-Party-Folge. Ich hasse dich. Ja. Ist richtig? Nee. Oh Mann, wieso sagst du denn ja? Du bist doch richtiger... Prank. Ich bin Prankstar. Okay, zack. Gut gemacht, du hast das Quiz geschafft. Lauf weiter zu Pingling und Edgar Jr. Okay.
Checkpoint, dankeschön. Was ist los? Ach, Egid L. Jackson, mittlerweile rest in peace. Ach, du bist aber mittlerweile auch hässlich. Ach, Pingling. Was ist das hier? Kennst du noch Boris? Natürlich kenne ich Boris noch, die Kuh. Die kam aus Minecraft-Leben. Die war nämlich der Bodyguard von Edgar. Weil der brauchte einen, weil er dauernd von irgendwelchen Spaßvögeln getötet wurde. Und dann brauchte er einen Bodyguard. Das Problem war nur, irgendwann war Boris tot. Edgar war tot. Aber Edgar... Und ich habe, glaube ich... War das Boris? Ich glaube, ich habe Boris einmal gehäutet oder so. Was? Ja, da habe ich dir eine Kiste da gelassen mit Leichenteilen. Von Boris? Ja. Ja, Edgar Junior. Ich weiß, sieht sehr toll aus. Hier ist doch auch nur eine Statue. Wie im Weltraum. Es ist ein teuflischer Plan von Pingling. Ist alles eine Lüge? Ich weiß nicht, was hier los ist. Jetzt müssen wir wahrscheinlich Pingling hinrichten. Zeit. Ich bin dabei. Ich habe ja auch immer noch die Idee, dass man irgendwie versucht, weil das PvP-Event, das funktioniert irgendwie nicht so wirklich aufgrund von technischen Schwierigkeiten, wegen der ganzen Mods etc. pipapo. Aber wenn man irgendwie, ich würde gerne teilweise vielleicht mal so Zuschauer ja irgendwie so als Richter einsetzen, sodass es so ein paar ausgewählte Leute gibt. Töte Manuel, okay. Ja, nein, nicht sowas, aber wenn man jetzt Pingling gefangen nimmt, dass die dann sozusagen entscheiden können, was mit Pingling passiert. Sagen wir mal, also dass wir dann sozusagen, du bist der Anwalt, ich bin irgendwie die Anklagebank, muss dann so ein paar Sachen vortragen und du musst eben, ja, das Ganze... Was war denn? Ach, du hast es geschafft. Ja. Ja. Ach da. Jump. Also das wäre nur so eine Idee. Herzlichen Glückwunsch, du hast Pingling und Edgar Jr. gefunden. Wollt ihr einen zweiten Part mit der Befreiung von Edgar Jr.? Ja, bitte werdet fair, danke. Danke fürs Spielen, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn du, Palle, es spielen solltest, was uns sehr freuen würde, kannst du bitte Timo, Pia und unsere Freunde Felix, Sam, Philipp, Laura, Daphne... Wie viele Freunde habt ihr denn? Und ach, meinen Mann. Bruder Leo grüßen. Danke! PS, deine Videos sind mega cool. Mach weiter so. Dankeschön. Und vor allem Minecraft Freedom. Bauzeit 26 Stunden, Timo Freedom, und Widder. Freedom! Runde 2 kommt jetzt. Bloop. Edgar! Bloop. Edgar, nein! Leute, Paluten Freedom, Pingling! Heute ist Pingling Freedom, Day! Freedom! Er wollte dich unbedingt dort sprechen. Du befindest dich auf der Weltraumstation von Professor Ente. Hallo Paluten, wir haben einen Notfall, folge mir. Professor Ente, wenn ich dich so angucke, will ich dir eigentlich gar nicht folgen. Warum? Junge, der hat keine Arme, der hat Hebel! Das ist nicht normal. Nee. Es geht um Pingling. Anscheinend war die Sprengung der Mauer im Dorf doch nicht so ungefährlich. Sie hat durch das Loch nämlich einen Spion geschickt, der geheime Pläne gestohlen hat. Diese Pläne beinhalten die Konstruktion von Waffen mit Plutonium, die in einer gewissen Menge das ganze Universum zerstören können. Freedom! Laut meinen Informationen befindet sich 4 Stück davon auf dem Mond, weil meine Scanner zeigen dort die passende Menge Plutonium. Diese Menge in Raketen könnte die ganze Erde vernichten. Dein Auftrag ist es, in die Zentrale einzudringen und das Plutonium zu neutralisieren. Der Eingang zu dieser Zentrale befindet sich auf dem Mond. Die Rakete ist schon bereit. Viel Glück. Okay. Edgar! Freedom! Die Argana haben die Landebrücke gesprengt. Ah, nicht die Argana. Lol, ich habe mich zurückgesetzt, obwohl ich da war. Oh, da wollte ich Risky Frisky. Irgendwie so ein Sprung überspringen. Ja, gut, da wolltest du auch. Da wolltest das du geht zu viel, Manuel. Nee, das geht nicht. Hab's geschafft? Nee, hast du nicht. Doch. Wow. Ah, das ist cool. Das ist mal was komplett anderes, dass man hier so im End rumjumpt. So. Ja. Geschafft. Perfekt. Dann geht's jetzt wahrscheinlich hier vorne. Auch, dass man die ganze Zeit so hochjumpt, finde ich irgendwie... Ja, hat was. Oh, da habe ich das glatt geschafft. Oh, da vorne. Was ist hier los? Okay. Diese gigantischen Plutoniumbehälter. Aber berühre nicht das auslaufende Plutonium. Du bist auf dem Planeten gelandet. Nun finde die zentrale PS. Sie befindet sich von hier aus geradeaus am Rand. Okay. Okay. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass es irgendwas... Warte mal, wie lange haben wir das denn jetzt? Unendlich lang? Menü! Was? Menü, ich sehe dich! Oh und Gott. Jetzt? Oh, ich weiß es nicht. Müssen wir uns zurücksetzen? Wir müssen das Richtige finden. Ja, ich sehe halt einfach nichts, weil ich vergesse. Ja doch, die Türme, die Türme sehe ich ja, das habe ich auch. Ich habe mich lieber mal zurückgesetzt. Ich will mir das Ganze ja auch so ein bisschen angucken.
Okay, überall Plutonium. Alter, du musst mal F5 drücken dabei. Nee, lieber nicht. Ich habe mich ja schon zurückgesetzt. Pitizel hat sich gedacht, nee, Alter, nicht mit mir. Okay, geradeaus am Rand. Ja, die Frage ist natürlich, welcher Rand? So. Ah, da vorne, ich sehe es. Oh, fuck. Hast du dich auch zurückgesetzt? Wo bist du? Ja, ich bin jetzt ja. Da am Behälter. Der Eingang ist verriegelt. Finde einen Warte. Anderen Weg. Einfach Wo geradeaus, Manuel. Einfach geradeaus. Ich halte Ausschau. Ich sag, Marco. Jetzt musst du Polo sagen. Marco. Polo. Freedom. Ach, Leute. Freedom, freedom, freedom. Quit living on dreams. Freedom. Ich brauche unbedingt noch einen Freedom-Song, ey. Den schreibe ich selbst. Es wird die ganze Zeit nur Freedom. Aber ja, nimm doch so Beat It. Nimm doch Beat It einfach. Ja, Junge, und dann verklagt mich Michael Jackson. Der ist das nämlich, geht gar nicht. Doch, der lebt noch. Der wohnt auf dem Mond. Oh. Der ist ausgewandert. Michael, bist du hier? Michael. Michael Jackson. Der Sommer, bist du's? Zur Zentrale. Oh. Achtung, die Korridore wurden bewacht. Nimm die Enderperle. Okay. Zack. Durchgeportet. Alter. Das muss aber ein Riesenaufwand gewesen sein. Niemand ist in der Kommandozentrale. Schau dich um. Okay. Hier sind Knöpfe. Hey, wie portest du dich da? Hier mit der Enderperle. Ach so. Oh. Ach, hier an der Seite geht's längs. Bitte nicht brennen. Tada! Ah, da ist er, weißt du? Was denn? Ach, hier. Ja, du hast es geschafft. Ja, ja. Ja. Weißt du nicht, wo es längs geht, Manuel? Nee. Ich sehe dich da die ganze Zeit. Hilfe! Ja, ich hab's geschafft! Manu, du musst auf der linken Seite. Jetzt nach links. Nach links. Das andere links. Was? Nein! In dem hinteren Raum, auf zur linken Seite. Ja. Ach, da. Ja. Hallo. Komm zu mir. Freedom. Freedom. Ach, da oben, das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe es mit Try and Error. Echt? Ja. Oh. Hallo. Da drüben ist Pingling. Springe über die Asteroiden. Okay. Oh, yeah. Pingling, ich komme. Pingling! Zack. Oh, ach, fuck. Zack. Alter. Ich weiß nicht, warum ich das immer so lustig finde, wenn andere Leute abstürzen. Zack. So. Hui. 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 Ich bin ein Mondmann. Ein Mondmann. Okay, wir haben's. Oh Gott. Spring, Manu. Oh! Nein! So, bitte. Jawohl! Wie geht's runter? Hä? Hallo? Ach, da! Oh! Du nimmst Pingling fest und neutralisierst das Plutonium in den Raketen, indem du die Holzknöpfe auf den Terminals drückst. Okay. Bibi. Hallo? Bist du runtergefallen? Nein, ich habe Linksklick gemacht auf mein komisches Ding. Ach. So, Leute, da bin ich wieder. Ich drücke jetzt hier keine Knöpfe mehr. Ich gehe hier in das Ding hier rein. Gut gemacht. Wir behalten sie erstmal hier in der Station. Für die Erde ist es eine zu große Gefahr, dass die Agana kommen. Ich hoffe, euch hat diese kleine Freedom-Story gefallen. Ja, auf jeden Fall. Fand ich sehr gut. Kreativität, sehr gut. Sprünge waren auch gut. Optik, finde ich auch klasse. Zack. Ihr wusst. Hier. Was ist damit? Das ist ein eigenes Schwert. Ist es Igitel Jackson? Nein, warum denn Igit? Ja, einfach nur. Ja, eben. Die hat's verdient. So, Leute, das war's mit der heutigen Folge von Minecraft Freedom, wollte ich schon fast sagen. Von Minecraft Freedom. Jump World. Freedom! Schaut unbedingt bei German Let's Play vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Für den nehmen wir jetzt auch noch galaktische Folgen auf. Lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und dann wünsche ich euch allen noch einen angenehmen Tag. Haut rein. Ciao, ciao! Tschüss!